Wir hatten uns jetzt vorgenommen, ein besonderes Bier zu brauen und die Azubis waren hier sehr kreativ. Dass wir für die Weihnachtsfeier dieses Jahr ein besonderes Bier brauen, das sich abhebt von der Produktpalette, die wir so oder so haben. Also wollte man ein dunkles Weihnachtsbier brauen. Das Bier soll malzaromatisch sein, also der Hopfen spielt hier nicht die ganz große Rolle. Es passt ja dann zu Weihnachten, diese Karamellarome, diese Schokoladearome, die ein bisschen hervorzuheben. Also was Besonderes zur Weihnachtsfeier. Die Azubis lernen eigentlich dieses handwerkliche Bierbrauen. Mit dem Rohstoff in Kontakt kommen, von Hand einmeischen, während der Maische etwas rühren, dann auch von Hand läutern, was auch eine Herausforderung ist. Ich erzähle dann natürlich auch noch ein bisschen was über Enzymrasten, was wichtig ist beim Läutern, worauf man achten sollte. Sie haben da auch relativ freie Hand. Ich begleite es heute ein bisschen und hoffe auf gutes Gelingen. Und dann wird mindestens 4 Wochen kalt gelagert und wir hoffen dann bis dahin, das Bier auch schon mal das ein ums andere Mal verkosten zu können und schauen, was dabei herausgekommen ist. Also die Arbeit hier hat uns sehr gut heute gefallen. Wir haben sehr viele neue Eindrücke gekriegt. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen, weil mir die Arbeit mit der Azubis wirklich Spaß macht und dieses Brauen auch für mich als Bierbrauer immer was Besonderes ist. Was mich sehr gefreut hat, das war zu sehen, wie begeistert die Auszubildenden hier ans Werk gegangen sind und das macht natürlich Mut für die Zukunft, sowas gerne zu wiederholen und ich bin sicher, dass wir genug Anlässe finden.